Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Es ist Donnerstag, aber heute habe ich mal ein anderes Video für euch, denn nach etwas längerer Zeit habe ich mal wieder einen Tipp to go und es geht um die neuen Action-Stanzen. Denn wie ihr hier seht, zwischen Stanzen links und geprägtem Ergebnis, ja, da gibt es eben doch Unterschiede, wie man da hinkommt. Und ich denke, das ist doch für viele interessant, wie ihr dieses Ergebnis erzielen könnt, denn es macht einen Heidenunterschied. Ich nutze dafür die Prägeplatten von Stampin' Up. Die gab es, die gibt es nicht mehr. Ich habe aber Alternativen. Ihr seht hier, die dünne hat bei mir versagt. Das ist durchgestanzt. Ich benutze diese dicke. Das ist so eine Art Silikonmatte, würde ich sagen. Und die zeige ich euch gleich und dann zeige ich euch auch die Alternative. Ihr braucht erstmal eure Big Shot. Und ich habe hier die normalen Platten jetzt mal und nicht meine Magnetplatten. Das seht ihr hier die Grundplatte, Tab 1 und 2. Dann kommt da meine Acrylplatte drauf. Und dann stanze ich erstmal ganz normal diese Schleife aus. Das ist wie immer. Den Schritt kennt ihr. Das sollte nichts Neues sein. Das ist ganz normal, wie ihr jede Stanze auch ja, ausstanzt im Endeffekt. Und dann kommt eben der kleine, aber feine Unterschied, den wir dann haben. Ihr lasst das Papier gleich so drin. Und hier seht ihr nochmal, euer Ergebnis sieht dann ungefähr so aus. Also das hat noch nichts mit Prägen zu tun. Und was ihr dann macht, ist den zweiten Tab abzunehmen, sodass ihr nur noch die Grundplatte und Tab 1 habt. So mache ich das jedenfalls. Und dann brauchen wir unsere Acrylplatte, unsere Silikonmatte. Und da ist mein Tipp an euch, wenn ihr sowas nicht habt, probiert es mit einer Backmatte aus. Die gibt es auch beim Action. Wenn eine Schicht vielleicht nicht reicht, probiert es mit zwei. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke, das sollte genauso gut funktionieren. Und dann kommt meine zweite Acrylplatte drauf. Dann rutsche ich das einmal durch und dann seht ihr gleich das Ergebnis. Und eigentlich gibt es diese weiße Platte bei diesen Big Shot Platten dazu. Das hat mir aber irgendwie von der Höhe her gar nicht geholfen und auch gar nicht zu meiner Big Shot gepasst. Deshalb es reichen eure normalen Acrylplatten. Und schon seht ihr das Ergebnis, haben wir das super geprägt. So sieht eine Schleife doch aus und nicht so wie vorher. Also ganz einfach, wie ihr das machen könnt. Hier habt ihr nochmal dieses Siegel. Und das finde ich auch klasse, wie das dann geprägt aussieht. Das hat einfach eine super Struktur. Und wenn ihr das dann noch schön anfärbt oder anderen Cardstock oder Metallic-Papier nehmt, ist das ja super. Die Stanze, da habe ich euch meine kleine Karte vorbereitet. Das ist das Stanzteil dazu. Da prägt man im Endeffekt nur in der Mitte zwischen den beiden Schleifen so einen kleinen Kreis. Da habe ich jetzt eine Halbperle drüber gesetzt und eine kleine Weihnachtskarte draus gemacht. Die Schleifen werde ich auf jeden Fall öfter noch in der Weihnachtszeit verwenden. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen oder der Tipp und wir sehen uns zum nächsten Video dann wieder. Also, bis dahin. Tschüss!